Mitte Dezember hat die Aktionswoche mit dem Titel Uni 2020 mit einer Demonstration vor der Staatskanzlei in Saarbrücken begonnen. Die Woche hat auf konkrete Konsequenzen der Sparmaßnahmen an der Uni aufmerksam gemacht. Die Studenten hatten gefordert, dass die Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer endlich Rede und Antwort steht und sich mit den Betroffenen persönlich unterhält. Obwohl die Demo sehr kurzfristig geplant war, haben viele Studenten aus allen Fachbereichen lautstark ihren Frust mitgeteilt. Der AStA hat Eckpunkte der Halbzeitbilanz der Großen Koalition und dieser, die am 16. Juni 2014 veröffentlicht wurden, vorgelesen. Die größte Kritik an die Regierung ist, dass es am Reden mit den Betroffenen fehlt und Studenten und Mitarbeiter kaum zu Wort kommen. Daher hatte man für eine gemeinsame Verantwortung gegenüber der Uni demonstriert. Nach lautstarken Rufen nach ihr ist Annegret Kramp-Karrenbauer zum ersten Mal vor die Studenten getreten. Ich habe eben noch mal deutlich gemacht, und das sage ich hier genauso offen, weil ich auch niemandem etwas vormachen will, das große Szenario, der große Globalhaushalt, so wie er jetzt auch beschlossen worden ist vom Landtag, wird im großen Rahmen so bleiben. Es wird keine Möglichkeit geben, dort massiv Geld noch draufzulegen. Die einzige Möglichkeit, die die Ministerpräsidentin noch sieht, sind Bundesmittel, beispielsweise die BAföG-Mittel oder eine Erhöhung von Hochschulpaktmitteln aus Hochschulseiten. Der AStA hat bestimmte Forderungen an die Regierung und wird auch im Jahr 2015 weiter für das Bestehen der Universität kämpfen. Wir sind uns bewusst, dass die Universität wohl auch einen gewissen Beitrag leisten muss. Deswegen wären unsere Forderungen zum einen die Übernahme der Tarifsteigerungskosten, der Energiesteigerungskosten, zum anderen allerdings auch die komplette Übernahme zusätzlicher Gelder, wie beispielsweise der BAföG-Gelder, in den Globalhaushalt der Universität und nicht die Verschleppung in irgendwelche Sondervermögen zugunsten irgendwelcher Prestigeprojekte der Landesregierung. Wir hatten leider das Problem bei den letzten Demonstrationen, dass diese zwar mit 2500 Studierenden im Vergleich zur Saarbrücker Verhältnisse relativ gut besucht war, allerdings einzelne Professoren vor allem nach wie vor der Meinung sind, dass da mindestens 10.000 Studierende bzw. Mitglieder der Universität doch machbar sein sollten. Deswegen haben sich einige Professoren bereits zusammengeschlossen und das auch bereits im Senat beschlossen, im Januar nochmal demonstrieren zu gehen. Ziel des Ganzen wird sein, die Diskussion über den Landeshochschulentwicklungsplan zu begleiten, dort nochmal konkrete Forderungen einzubringen. Und wir werden auch nicht müde daran werden, die Konsequenzen aufzuzeigen. Bildung ist eine wahnsinnig wichtige Ressource für das Saarland. Das Saarland ist leider ein Abwanderungsland. Dementsprechend ist hier auch die einzige Möglichkeit, letztendlich noch junge Leute ins Saarland zu ziehen und auch hier zu halten. Wenn man sich erstmal hier im Mittelpunkt aufgebaut hat, hat man auch eher die Bestrebung, weiterhin hier zu bleiben. Während wenn man jetzt erstmal aus dem Saarland rausgegangen ist, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man auch nicht mehr wieder zurückkommt. Am zweiten Tag hat eine 24-Stunden-Vorlesung im Audimax stattgefunden, an welcher viele Professoren der Uni teilgenommen haben. Der Universitätspräsident hat in einer Vollversammlung Kritik an den Sparmaßnahmen geübt. Ein Drittmittelprojekt bringt Renommee, Forschungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten, weil wir in der Regel Qualifikationsstellen Drittmittelprojekten verbinden. Aber für die Universität verursacht ein Drittmittelprojekt mehr Kosten, als es bringt. Warum? Weil die Infrastruktur nicht komplett finanziert wird. Ein Drittmittelprojekt bringt im Bereich der DFG beispielsweise 20% sogenannte Overhead- oder Programmpauschalen zu uns. Dieses Geld wird aber gebraucht, um die Bedingungen zu finanzieren, um dieses Projekt laufen zu lassen. Das ist schon schlimm genug mit diesen sogenannten KW-Vermerken, weil die verwechselt werden mit einer Geringschätzung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die da diesen Vermerk haben. Das ist ja nicht der Fall. Ein KW-Vermerk ist immer etwas Strukturbezogenes, wo wir sagen, wir können uns diesen hochwertgeschätzten Lehrstuhl, weil der im Moment perfekt besetzt ist, in 15 Jahren aller Voraussicht nach nicht mehr leisten. Da, so ist ein KW-Vermerk zu werden und nicht, naja, den brauchen wir nicht mehr, der hat ja bislang nicht getan.
Herr Professor Dr. Scholz hat die Folgen für seinen Lehrstuhl geschildert. Man müsste so zwei Bilder gegenüberlegen. Die Idee, wie diese Hörsaal normalerweise Dienstag früh aussieht, nämlich knallvoll. Studenten im Fach Personalmanagement. Und dann müsste man mal dagegen legen, die Tatsache, wie das in ein paar Jahren aussehen wird, wenn diese Vorlesung nämlich vermutlich gar nicht mehr da sein wird. Diese schöne Definition, was ein KW-Vermerk bedeutet. Nicht, dass der Lehrstuhl nicht aber schlecht ist, da bedanke ich mich dafür, sondern dass das Lehrgebiet nicht mehr strukturell in die Landschaft passt. Ob die Studenten nach dem Wintersemester 2017, 2018 es überleben werden, wenn wir nicht mehr da sind, das wird man dann sehen. Das ist aber dann die Aufgabe der nächsten Generation, sich den Kopf zu zerbrechen, warum so Themen wie Führung, Mitarbeiter etc. nicht mehr in die Landschaft passen. Um zu verdeutlichen, wie die einzelnen Fächer von der Sparmaßnahme betroffen sind, hat am letzten Tag der Aktionswoche der Fächerfriedhof eröffnet. Insgesamt ist der Sparbeitrag für die Uni nochmal aufgeteilt in 20% für die zentralen Einrichtungen wie Studierendensekretariat, Sprachenzentrum oder Hochschulsport, weitere 20% für die zentrale Verwaltung und nochmal 15% für die Fakultäten. Wobei sich diese 15% der Fakultäten wieder auf die einzelnen Fächer aufgliedern. Die Schwerpunktfächer sind mit einer Sparquote von 5% betroffen. Die Frage, wie lange unsere Universität für die Studenten noch geöffnet hat, bleibt also offen.